Wir haben diesen Monat das Thema Organisation oder Organization von allem Möglichen bei uns im Sales Coaching Club. Und ich denke, als Start für höchstwahrscheinlich offiziell den ersten Podcast/Videopodcast von Get Good in Life ist das der perfekte Einstieg. Denn Organisation war immer das Erste, was ich als Anlaufstelle genommen habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas in meinem Kopf machen. Und eigentlich ist das relativ naheliegend. Denn lass uns drüber nachdenken, was eigentlich Organisation eigentlich alles heißt. Organisation heißt, dass ich etwas versuche, ein Konstrukt zu schaffen, sodass es ein System ergibt, was jeder nachvollziehen kann. Und mit Organisation musst du sehr viele Dinge erledigen, während du etwas organisierst. Und wenn wir das ganz einfach machen, wir sagen jetzt, du schaust einfach mal, wo du bist, wo du gerade dich befindest, wo du sitzt, stehst, liegst, fährst. Und wenn du fährst, bitte nicht schauen, aber ansonsten überlegst du dir, was um dich herum ist, was an dir ist und was du denkst. Hoffentlich denkst du gerade nur, mal gucken, wo das drauf hinausläuft, ansonsten weniger. Aber das sind die drei Bausteine. Und dann überlegst du dir auch noch, was sind die nächsten Schritte und was waren die letzten Schritte. Pass auf. Damit hast du nicht alles gelöst, was du in deinem Leben jemals lösen solltest und was auch höchstwahrscheinlich in deinem Leben das anstrengendste überhaupt ist. Fangen wir mit dem einfachen Part an. Du stehst jetzt einfach, sitzt irgendwo. Du als Mensch, als Person. Du hast ja einen gewissen Weg hinter dir. Deswegen bist du in einem bestimmten Alter, deswegen bist du in einem bestimmten Umfeld, deswegen hast du jetzt bestimmte Termine zu tun, etc. Und dieser Weg muss organisiert werden. Und zwar in zwei verschiedenen Bestandteilen. Und zwar einmal auf dem, okay, ich muss das Dokumentierte, was ich aufheben muss, in irgendeiner Weise griffbereit haben, damit ich nicht panisch werde, wenn man es mal braucht. Ich sollte das, was in Zukunft kommt, organisiert haben und ich sollte auch das organisiert haben, was passiert, wenn es keine Zukunft mehr gibt. Das sind einfach Bestandteile, bis auf den letzten Bestandteil, mit dem ich mich sehr schwer tue. Aber ansonsten ist das ein Bestandteil, der dafür sorgt, dass du jetzt weißt, ich brauche nicht mehr stehen bleiben. Ich weiß das jetzt, dass es der Weg ein bisschen leichter geht. Das heißt, alleine schon zu wissen, und ich weiß nicht, wie vielen es von uns so geht, ich weiß, dass alles, was ich bisher aufgebaut habe, hat irgendwo seinen Platz, hat irgendwo sein System, hat irgendwo seinen Ort, wurde irgendwo aufgenommen, wenn es wichtig ist, und irgendwo erfasst. Und dann idealerweise noch in der Zeit, die wir aktuell haben, digital. Denn das macht ja alles nochmal eine Spur schlimmer. Zwar auch leichter, aber auch schlimmer. Denn die Informationsüberflutung ist ja damit mehr als greifbar. Und jetzt haben wir dich da stehen. Du hast also alles, deine Geburtsurkunde, alles, was deinen ganzen Familienstammbaum, diverse Steuerunterlagen, alles, was nötig ist, organisiert und auf deinem Handy. Das wäre der zweite Schritt. Da hast du schon mal die Situation, dass du sagst, wenn jetzt irgendwas in dieser Sekunde sein sollte, ist das da. Wirklich. Allein diesen kleinen Part nicht zu unterschätzen, ist echt genial. Theoretisch, gerade digital, theoretisch zu sagen, du bist irgendwie im Krankenhaus, unvorbereitet, hast nichts mitgenommen, die Ärzte fragen dich nach irgendwelchen Unterlagen, du hast alles da. Ich habe immer alles dabei, ich habe jeden einzelnen Impfausweis abfotografiert, also das ist sehr angenehm. Und tatsächlich auch erschreckenderweise öfter passiert, als man denkt. Oder man muss mal irgendeine Unterlage nachreichen, mit jemandem nochmal drüber gucken, über die Gewerbeanmeldung. Ist alles immer da. Und jetzt überlege ich aber auch, okay, die Zukunft ist organisiert im Vorhinein. Das ist nicht nur die Planung, sondern das heißt, du organisierst sozusagen für das, was du dir in Zukunft wünschst. Du organisierst Platz für das, was du besorgen möchtest, kaufen möchtest, erreichen möchtest, aufbauen willst. Okay? Jetzt sind wir nur bei dir als Mensch, der sich jetzt fortbewegt und der in diesem Leben teilnimmt. Und wie ist das Ende, dass man theoretisch auch vielleicht wahrscheinlich schon mit 18 anfangen könnte, zu überlegen, wie kann ich einen Ordner anlegen, wo alle Informationen, die wir alle brauchen, wenn es mal Schwierigkeiten bei mir geben sollte, drin sind, ist natürlich hilfreich. Ja, das muss ja auch nur sein, du kommst ins Krankenhaus, jemand muss alle Unterlagen haben, alle Zugänge haben. Aber da, wie gesagt, mag ich auch nicht gerne drüber sprechen. Das ist ein Teil Organisation. Und der fällt uns auch noch relativ leicht, sind wir ganz ehrlich. Vielleicht haben wir das nicht alle gemacht, aber das ist jetzt nichts, wo wir sagen, ach komm, das ist eher eine anstrengende Aufgabe, die so ein Goodie ist, wenn man es denn mal hat. Aber das ist wichtig, das ist die Basis. Jetzt organisieren wir, wenn du dich mal ein bisschen weiter umschaust. Jetzt wird es schon anstrengend. Jetzt kommt wahrscheinlich normalerweise entweder so eine kleine, ah, ich schäme mich, oder so ein, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Zeit für. Oder, oh nee, ich habe 10 Millionen andere Dinge zu tun. Oder dafür bin ich jetzt gar nicht motiviert genug. Denn jetzt geht es darum, dass wir organisieren, was um uns herum passiert. Unser Umfeld. Und tatsächlich möchte ich dir da ein bisschen den Kopf waschen. Aus meiner eigenen Erfahrung. Und möchte dir
ein paar Sachen sagen. Zum einen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn nicht immer alles sofort organisiert ist bei dir. Mal im Chaos eine Zeit lang zu leben, ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich anfange, meine ganzen Business-Ideen umzusetzen, ist Chaos. Ist aber nicht gut. Aber ist so. Des Weiteren möchte ich dir aber auch sagen, es ist nicht unnormal, dass du sagst, ich schaffe es nicht, das ordentlich zu kriegen. Das ist sogar tatsächlich das vollkommen Natürlichste, was passieren kann, dass du sagst, ich schaffe die Ordnung nicht, weil wir nicht unbedingt dafür gemacht sind, diese Ordnung zu halten. Wir sind nicht unbedingt dafür geschaffen, dass wir ständig Struktur in etwas bringen. Unser Kopf ist dafür geschaffen. Aber auf der anderen Seite, und das wirst du, wenn du dir auch nochmal, wenn du magst, die Episode anhörst, wo es überhaupt um Self-Coaching geht, da auch nochmal hören von mir. Unser Kopf möchte rein theoretisch eigentlich gar nichts machen von dem, was wir eigentlich tun sollten für ein erfolgreiches Leben. Und mit unserem Kopf meine ich immer Gehirn, aber ich finde, Gehirn hört sich nicht so schön an, deswegen sage ich immer unser Kopf. Also unser Brain hat drei Säulen der Motivation. Ich möchte Negatives vermeiden, ich möchte mehr von dem, was ich toll finde und ich möchte dafür möglichst wenig Aufwand. Das Natürlichste der Welt. Wenn du ein Kind bist, weißt du genau, das ist meine Motivationsgrundlage. Und es ändert sich nur im Erwachsenenalter durch unsere schwierige Arbeit, weil wir sagen, wir wären jetzt vernünftig und wir können nicht immer nur machen, was unser Kopf uns vorgibt. Aber unser Gehirn wird nicht so schnell vernünftig, wenn es nicht trainiert wird. Und das heißt, die Tatsache, dass du jetzt um dich herum schaust und vielleicht wohnst du in einem super organisierten Umfeld, vielleicht wohnst du aber im Chaos, löst automatisch aus, ich möchte Probleme vermeiden. Das aufzuräumen ist ein Problem. Auch wenn es vielleicht auch ein Problem geben würde, dass es nicht aufgeräumt ist, aber gerade ist es wahrscheinlich eher so, nee, will ich nicht. Es sei denn, da sind irgendwelche Unterlagen drunter, die du dringend brauchst. Dann würdest du das vielleicht tun. Aber auch nur, wenn es sein muss. Zweiter Teil ist, ich möchte Positives bekommen. Ja, natürlich. Je nachdem, wie es aussieht, ist es irgendwann positiv, wenn alles organisiert ist. Und das darfst du nicht unterschätzen. Aber der Weg dahin, weil ich möchte ja auch Aufwand vermeiden. Und jeder weiß, dass meistens, ist, wenn man ein bisschen was organisiert, sehr, sehr aufwendig ist. Alles ist nicht schlimm. Ich sage dir sogar noch ein Geheimnis. Es soll sogar in meinen Augen so sein, denn das, wie ich mit meinen Membern organisiere, ist genau darauf ausgelegt, dass wir das sogar wollen. Eigentlich ist mein komplettes Business darauf ausgelegt. Auf diese drei Bestandteile eines Gehirns. Weil ich immer sage, ja, jeder Mensch will das Positive dazu haben, das Negative vermeiden und möglichst wenig Aufwand. Alles, was ich dir anbiete, ist genau das. Ich sage dir, wie du das Positive bekommen kannst, mit möglichst wenig Aufwand und das Negative vermeidest. Nicht leicht. Für mich war das nicht die drei motivierenden Bestandteile, haben bei mir nicht geklappt. Für mich musste sehr viel arbeiten, um das herauszufinden, sehr viel Aufwand betreiben. Und es war wirklich, aber es ist sehr positiv am Ende. So, wenn wir jetzt das aber betrachten, dass unser Gehirn konstant sagt, keine Probleme, nur positive Sachen, kein Aufwand. Ist es verständlich, dass du die Dinge, die nicht unbedingt greifbar positive und negative Bestandteile vermeiden oder dazu bekommen, nicht tust? Das heißt, du musst dich selbst coachen, dass du das machst, weil du langfristig denken musst. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir langfristig denken aktuell überhaupt nicht mehr gewöhnt. Wir leben in einer Zeit, wo du sagst, ich will was haben und es ist in 2 Stunden da. Und wenn, bin ich beleidigt. Überleg dir alleine schon mal, wie dein Geduldsfaden ist, wenn die Internetseite nicht sofort lädt. Wir sind nicht mehr gewöhnt zu warten. Ich finde das sehr positiv, aber in manchen Fällen ist das negativ. Dieses Instant Gratification, also du machst was und bekommst sofort die Bestätigung, ist nicht immer positiv. Und auch eine große Hürde, warum wir Dinge, wo wir nicht sofort sehen, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil oder warum vermeidet es einen Nachteil, wie zum Beispiel ich organisiere irgendetwas, ist nicht immer da. Jetzt sage ich dir aber noch was, was wahrscheinlich bei 90% der Menschen auch der Grund ist dafür, dass du Organisation zwar willst, auch schön findest, es oft vielleicht als Ablenkung nimmst, aber es dich dann doch frustriert. Die Art, wie wir organisieren, egal welchen Bereich unseres Lebens, ist nicht darauf ausgerichtet, wie unser Gehirn funktioniert, sondern wie ein Computer funktioniert. Und da gibt es vielleicht manchmal ein paar Überschneidungen, aber nicht immer. Das heißt, die Art, unseren Haushalt zu organisieren, unser Leben zu organisieren, unseren Kopf zu organisieren, wird im Normalfall mit einer vorgegebenen, untereinander geschriebenen Struktur versucht. Und so denken wir normalerweise nicht. Unser Gehirn ist eigentlich nicht so. Wir denken, auch wenn wir die Männer ansprechen, eher in Schaubildern, in grafischen Sachen, in Mustererkennung. Und das tut zwar ein PC auch, aber im Hintergrund. Das heißt, wenn du auf eine Ordnerstruktur blickst, ist es sehr schwierig, das nachzuvollziehen, weil es ja eine Mustererkennung ist. Und du denkst aber jetzt nicht daran, dass an der Stelle 15 ja genau das war, was ich suche. Wenn wir jetzt so digitale Organisation nehmen. Aber auch im Leben ist es oft so, dass wir dann versuchen, einen logischen Platz für alles zu finden. Dass wir versuchen, alles hübsch zu organisieren. Dass wir schauen, dass wir alles fertig machen, ohne uns zu überlegen, wie können wir auch gleichzeitig eine Routine etablieren, dass wir eine Gewohnheit entwickeln, organisiert zu sein. Das heißt,
mit Planung, mit Zeitmanagement ist alles dasselbe. Wir drücken uns etwas auf und verpassen, dass wir es auch durchziehen müssen und länger tun müssen. Wer von uns hat schon Projektmanagement-Tool aufgesetzt, Notion genutzt, Ordnerstruktur umgebaut und hat es einmal fertig gemacht, war super happy, hat es nicht im Alltag pflegen können. Das versuchen wir genau übrigens zu verhindern mit den Modulen, die ich anbiete. Aber natürlich muss man dafür erstmal aufräumen. Also du bist jetzt in deinem Umfeld und guckst dich um und jetzt überlegst du dir, möchtest du so leben, möchtest du so sitzen, möchtest du so stehen und vor allem, jetzt kommt nämlich das Schöne am Organisieren. Das ist die Vorstufe. Schmeiß alles weg. Nicht alles, ein bisschen darfst du behalten. Aber überleg dir, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich organisiere mein ganzes Leben. Stell dir mal vor, du willst alles organisieren. Du hast jetzt schon organisiert, wo du herkommst, wo du hin willst. Du organisierst aber auch, was rechts und links neben dir ist. Und dann organisierst du deinen Kopf, deine Gedanken und das, was du tun willst. Es ist alles organisiert und die Definition, die du von organisiert hast, das reicht. Was passiert denn mit deinem Leben? Was passiert denn mit der Art, wie du arbeitest, mit der Art, wie du denkst, mit der Art, wie du lebst, mit der Art, wie du mit anderen umgehst, mit der Art, wie du die nächsten Jahre planst, mit der Art, wie du Sachen kaufst, ausgibst, etc.? Stell dir vor, du hast jederzeit einen Überblick über alles, was in deinem Leben passiert, wo was passieren soll, was gemacht werden soll, was gerade gemacht wurde. Eine komplette Informationsgrundlage, immer nicht nur abrufbar, sondern vor Ort, immer da, ist sofort da. Was würde das bedeuten? Ich sag's dir für mich. Es würde für mich bedeuten, was heißt hier Bing? Achso. Es würde für mich bedeuten, dass ich mit Sicherheit am Tag eine Stunde Zeit spare, weil ich nicht bei Canva das gleiche Bild 15 Mal suche, weil ich es versucht habe runterzuladen, es aber nicht da erschienen ist, wo ich es dachte. Wahrscheinlich ist es da erschienen, aber ich weiß es ja nicht. Ich würde mit Sicherheit super viel Zeit sparen, indem ich nicht ständig irgendwelche Sachen der Kids suchen muss oder den Kindern erklären muss, wo sie ihre Sachen hinpacken sollen. Ich würde super viel Zeit und Ruhe empfinden, weil ich weiß, alles, was ich in Zukunft machen muss, schon im Vorhinein sozusagen getan wurde. Ich organisiere ja auch das, was in die Termine, die kommen. Ich organisiere ja, habe alles organisiert. Ja? Ich weiß sogar, was andere in meinem Umfeld machen, damit ich auch da keine Schwierigkeiten mehr habe. Und, was vor allem am wichtigsten ist, mein Kopf ist organisiert. Vielleicht auch das Business, aber das ist gar nicht das Thema jetzt. Mein Kopf ist organisiert und mein Lebensplan steht. Ja, einen zweiten Part, den wir auch machen, diesen Monat, den kannst du aber auch dir, glaube ich, so anschauen unter chrismikus.de/Lebensplan. Wir werden einen Lebensplan aufstellen. Und der Lebensplan ist nicht der Lebensendplan. Das muss man unterscheiden. Der Lebensplan ist das erste Modul, was ich jetzt ein zweites Modul habe bei uns, ein Bonusmodul im Self-Coaching Club, wo wir komplett überlegen, warum brauchst du einen Lebensplan und wie setzt du den anhand des Self-Coaching und der Brain-Coaching-Methode auf, damit der Lebensplan so aufgebaut ist, dass du das, was bisher passiert ist, wirklich dich selber coacht, das nachvollziehen kannst und die nächsten Schritte gehst und dann vor Augen hast, was du erreichen willst. Aber nicht in einer total unangenehmen und leicht einengenden Variante, dass man sagt, oh, ich muss jetzt 8000 KPIs, also wer das nicht weiß, also 8000 Meilensteine und Ziele und Affirmationen und Regeln und sonst was auf mich legen, sondern wir wollen mit dem ganzen Organisationspart ja ganz viel erleichtern, ganz viel weglassen. Das heißt, wenn du den Fehler machst, dass du sagst, ich organisiere etwas und ich plane, plötzlich muss ich mehr Sachen tun am Tag, dann musst du dir auch verzeihen, weil dann hast du für das Gehirn tatsächlich nichts gemacht, was ihm gefällt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Lebensplan dient dazu, dass du, das ist ein bisschen in die Planung, nicht in die Organisation, ich weiß, aber dass du den Fokus hast und dass du sagst, okay, ich möchte das erreichen bis dem und dem Zeitpunkt. Dafür muss ich die Entscheidung heute treffen, dann fühle ich das, dann denke ich das und dann organisiere ich eben meinen Alltag in dem Maß. Aber ich habe es vor Augen. Und der Lebensplan hat verschiedene Domains. Ich habe ein bisschen andere Vorstellungen von den Lebensdomains, als die klassisch vorgegeben werden, aber die Lebensdomains müssen alle organisiert werden. Denn unterschätzt das nicht. Es ist eigentlich so im Vergleich zu früher, dass wenn du deine unterschiedlichen Lebensdomains hast, also jetzt Beziehungen, Gesundheit, ne, Weiterbildung und etc., also in meinen Augen sind es wie gesagt ein bisschen andere, 7 Stück. Alle, während du jetzt hier stehst oder zuhörst oder sitzt oder vielleicht was nebenbei machst und darüber nachdenkst, ob du schnell was organisieren kannst, bewegen sich in der Zeit. Dein Körper macht irgendwas. Der bleibt ja nicht stehen und wartet, bis du fertig bist. Dein Partner macht irgendwas. Die Kinder machen irgendwas. Der Nachbar macht irgendwas. Dein Arbeitgeber macht was. Die Weltwirtschaft macht was. Das heißt, während du denkst, ich organisiere gerade meinen kleinen, minutiösen Part, der eigentlich wahrscheinlich gar keinen Menschen interessiert, entwickelt sich alles um dich herum weiter. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was wir alles theoretisch organisieren könnten, während der Rest alles weiter sich entwickelt, irgendwann wird der Moment kommen, wo du sagst, vergiss es, ich schaffe das gar nicht mehr, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich vergesse das Buch, was ich damals gelesen habe, die Idee, die ich mir damals aufgeschrieben habe und den Wunsch, den ich hatte. Was für mich am schlimmsten ist, weil das nach
in die Zukunft gerichtet ist. Ich vergesse aber auch, wo ich das hingelegt habe, warum ich das machen wollte, wann ich das wieder bestellen muss, wie hier nochmal die letzte Abrechnung war und warum ich eigentlich damals damit niemals aufgehört habe. Ich lerne zwar den ganzen Tag, aber ich vergesse eh alles wieder, aber möchte ich das vielleicht ersetzen damit, dass ich weiß, okay, wenn ich schon in den ganzen Kurse investiere, habe ich genau einen Plan und weiß, was ich daraus mitgenommen habe, was ich mache, was die Schritte für mich sind. Denn dadurch organisiere ich sozusagen meine Gedanken in Richtung Erfolg. Und ich organisiere meine Gedanken in Richtung Automatisierung. Ich organisiere mich so, dass ich weiß, dass ich nicht mehr so viele Entscheidungen treffen muss. Ja? Das heißt, wir wollen nicht einfach nur sagen, wir organisieren, weil wir das schön finden und es eindeutig für den Kopf sehr angenehm ist, wenn er Flächen sieht, die nicht zugestellt sind bis zum geht nicht mehr. Wenn er erkennen kann, ich erkenne ein Grundmuster visuell, nicht eine Ordnerstruktur. Das will unser Kopf, weil dann sagt der Kopf, oh, kein Problem, ich kann alles, ich sehe schnell, wenn was schieflaufen würde. Ne, es fühlt sich gut an, es macht es leicht. Aber um das hinzubekommen, müssen wir tatsächlich diesen ganzheitlichen Ansatz ein bisschen sehen und überlegen, dass wir hier nicht nur organisieren, weil es jetzt ganz schön ist, im Job organisiert zu sein, sondern wir organisieren, weil wir einen Lebensplan haben und wir möchten diesen Lebensplan mit möglichst wenig Herausforderungen, Schmerzen, möglichst viel Passion, Leidenschaft und möglichst einfach umsetzen können, damit es unserem Gehirn gut geht. Und dafür sind ganz viele Grundlagen wichtig. Aber eine Grundlage ist wirklich, organisiere dein Leben, organisiere deine Gedanken, organisiere dein Business, wenn du es hast, organisiere dein Haus, dein Home, organisiere den Bereich um dich herum und den Bereich, in dem du sozusagen deine Plattform, in dem du deinen Erfolg ausleben willst. Nicht nur für dich. Organisiere es für deine Kids. Damit Kinder lernen, ich weiß, wie Mama happy ist, dass ich das Zimmer aufgeräumt habe, weil sie hat mir genau gesagt, wo es hingehört. Und unterschätze nicht, was ein unglaublich ermächtigendes Gefühl es hat, zu organisieren. Ja, da gehe ich auch noch drauf ein. Pass auf. Es ist nicht nur so, dass du sagst, ich organisiere irgendwas und dadurch habe ich das Gefühl, es ist jetzt Ordnung, ne? Und dann bin ich zufrieden. Das ist es nicht. So einfach sind wir dann doch nicht gestrickt. Das ist für den Moment ausreichend. Aber wenn du mein Self-Coaching-Club kennst und die Brain-Coaching-Methode, weißt du, dass einer meiner Hauptaspekte ist und einer meiner Hauptsprüche ist, du bist eine Entscheidung entfernt. Von glücklich Leben, Zufriedenheit, von whatever. Und ich sage nicht, du machst eine Entscheidung und dann sagst du dir auch, ich bin jetzt glücklich und zufrieden. So einfach ist das nicht. Das ist alles sehr, könnte ich gar nicht. Ich bin Wirtschaftlerin und ich, also das geht nicht. Kann ich nicht. Ich finde, das ist eine Methode, die durchaus funktionieren kann. Bei mir funktioniert sie nicht. Ich muss gucken, was mein Kopf braucht. Und das Gehirn löst etwas aus, wenn er eine Schwierigkeit, eine Herausforderung gelöst hat. Die leichteste Schwierigkeit und Herausforderung, oder die schwierigste, aber die erste, die man jedem so präsent ist, ich entscheide mich für etwas. Denn wenn ich mich für etwas entscheide, sage ich Ja zu etwas und Nein zu etwas anderem. Und damit ist eine Situation im Kopf gelöst. Der Kopf denkt erstmal nicht darüber nach, ob das gut oder schlecht langfristig ist. Der sagt einfach nur entschieden, okay, cool, Haken dran, weiter. Und dieses okay, cool, weiter, findet der Kopf genial. Ich weiß nicht, wenn du dich, je nachdem wie alt du bist, gibt es bei uns im Leben einschneidende Erlebnisse. Kinder, Haus, Umzug etc., Studienwahl. Und man sieht, wenn man diese Lebenskurve sich anschaut, denkt man immer, es gibt eine Phase im Leben, da ist man super zufrieden. Und die ist normalerweise vor Kids und vor Familie. Und dann könnte man jetzt den Trugschluss haben und sagen, ja gut, die sind alle so glücklich, weil sie keine Kinder und keine Familie haben. Ist es aber nicht. Die sind alle so glücklich, weil sie noch keine Verantwortung haben. Und sie müssen für nichts Verantwortung übernehmen. Das heißt, ihnen ist freigestellt, alle Entscheidungen der Welt zu treffen. Das heißt, bevor du Kinder hast, bevor du ein Haus hast, bevor du eine Familie hast, kannst du morgen sagen, ich kündige meinen Job und ziehe irgendwo, weiß ich nicht, auf die Bahamas. Und niemanden würde es wirklich stören. Es gäbe wenig negative Konsequenzen, außer die, die du selbst abdecken musst. Und wir treffen in dieser Zeit auch super viele Entscheidungen. Von Ausdruck bei den Eltern bis hin zu Kids kriegen, triffst du die meisten Entscheidungen. Vor deren Ausdruck bei den Eltern kannst du nichts entscheiden, weil mal einer dir erzählt, was du zu tun hast. Wenn du die Kinder hast, kannst du auch nicht mehr entscheiden, weil dir auch jemand erzählt, was du zu tun hast. Und dann kommt es aber wieder, wenn du älter wirst, weil dann sind wieder die Entscheidungen da. Aber da hast du es manchmal wahrscheinlich verlernt, Entscheidungen zu treffen. Weil du ja gewöhnt bist, dass du keine Entscheidung mehr alleine treffen kannst. Und dadurch ist automatisch dieses Gefühl, dass du eine gewisse Kontrolle über dein Leben hast, nicht mehr vorhanden. Aber es heißt nicht, dass wir so leben müssen. Wir haben einfach Angst vor Entscheidungen. Wir sind gewöhnt, in der Komfortzone keine Entscheidung zu treffen. Du kannst aber dein Gehirn wieder ein bisschen tricken und sagen, okay, jetzt machen wir das mal wieder. Und wir treffen die ersten kleinen Entscheidungen. Und zwar die kleinen Entscheidungen, die ein Ergebnis haben. Nicht die kleinen Entscheidungen, wie, was ziehe ich morgens an. Das ist immer wieder die gleiche Entscheidung, das ermüdet das Gehirn.
Indem du jetzt aber alles organisierst, wie zum Beispiel theoretisch auch deinen Kleiderschrank, würdest du es hinbekommen oder bekommst du es hin, dass du die zwei positiven Aspekte ausbalancierst und nutzt. Der erste Schritt ist, du sagst, ich nutze Entscheidungsfindung und trainiere mich. Ich setze mich also nicht hin und nehme alle Sachen in die Hand, die ich schon 100 Jahre auf dem Tisch liegen hatte und sage, oh, ich hänge aber so da dran, das brauche ich eventuell nochmal. Nein, ich kann ruhig die abgebrochene Schere behalten, weil eventuell kann die nochmal für was anderes benutzt werden und ich brauche auch alle Zahnbürsten auch noch, weil da könnte ich vielleicht was mit putzen. Und ja, ich weiß, ich habe 13 Pullover davon und die sind alle eingerissen, aber wir brauchen die vielleicht irgendwann mal, wenn ein Wasserschaden da ist. Zu den 20 Handtüchern, die ich als Ersatzhandtücher da liegen habe und den 25 verschiedenen Bettlagen, die ich auch schon als Ersatzhandtücher nehme, weil wenn mal irgendwas ausläuft, haben wir dann direkt das, obwohl ich aber eigentlich trotzdem den Handtuch nehme, was oben hängt. Das ist unsere Situation. Viele können nicht von Sachen trennen. Erster Schritt organisieren ist, schmeiß alles weg. Ich habe es schon gesagt. Trenn dich von allem, wenn du um dich herum guckst, was dich nicht zufriedenstellt. Wo du sagst, das würde ich auf gar keinen Fall nochmal kaufen. Wenn du das hast, wir haben im Workbook, ich kann dir mal so den Ausschnitt, kann ich dir glaube ich zur Verfügung stellen, habe ich so einen Leitfaden, der ist eigentlich für Kinder eher gedacht, aber wie entscheide ich mich und wie organisiere ich und was mache ich und vor allem, wie schmeiße ich Sachen weg und wann behalte ich was? Wir machen dann verschiedene Haufen, dann ist einer wegschmeißen, einer behalten, einer spenden, das kennst du bestimmt. Und das ist ein Teil, der natürlich zur Organisation dazugehört, weil das der erste Schritt ist. Dass du sagst, ich schmeiße alles, was ich in meinen Schränken habe, raus, alles, was ich um mich herum sehe, mache ich auf einen Haufen und dann kommen kleine Haufen, die sagen, behalten, weg, oh mein Gott, und dann gibt es noch den Joker mit, ich darf es ein Jahr in eine Kiste packen und wenn es nicht genutzt wird, packe ich es dann weg. Das machen die Kinder super. Fällt ihnen auch schwer, aber ich trainiere es mit ihnen schon. Und wenn du das gemacht hast, in jeder Sekunde, wo du sagst, ich habe mich für einen Haufen entschieden, Entscheidung getroffen, du kriegst einen Dopamin-Hit, das ist unglaublich. Dein Kopf wird sagen, wow, was ist denn hier jetzt los? Das ist ja genial, wir haben ja hier richtig Partystimmung. Und das macht dein Kopf. So, und dann hast du zwar einfach nur ein Zimmer, was leer ist, voller Haufen in der Mitte. Das ist dann der Teil, den dein Gehirn jetzt nicht mehr so schön findet. Aber wenn du die jetzt im nächsten Schritt dann noch so sortiert hast, dass dein Gehirn es nachvollziehen kann, was du damit machst und es eine Struktur gibt, dass das Gehirn es super schnell nachvollziehen und sehen kann, und das ist bei jeder Gehirnstruktur identisch, wir machen es nur meistens nicht, sodass du das aufrechterhalten kannst. Sodass die Kids ins Zimmer kommen, wissen, da muss es hin, sodass du da hinkommst und weißt, oh, wenn mein Kind das gemacht hat, hat es das da hingelegt. Und damit ist für dich in der zweiten Ebene auch erledigt, neue Entscheidungen treffen. Das heißt, du hast einmal die Entscheidung getroffen, die aber auch was eine Lösung sozusagen repräsentiert hat. Und dann hast du es nicht mehr so, dass du ständig die gleiche Entscheidung nochmal treffen musst, weil du weißt dann, Hosen kommen dahin, Shirts kommen dahin, Duplo kommt dahin, jeden Morgen um 9 Uhr möchte ich dahin gehen. Es ist dann einfach entschieden schon. Das heißt, du benimmst durch Organisation Entscheidungen vorab und hast dann Platz für neue Entscheidungen. Und glaub mir, das ist nicht zu unterschätzen. Also, wenn du jetzt schon immer gesagt hast, ich muss bestimmte Bestandteile in meinem Business, in meinem Leben, in meinem Kopf, in meiner Umgebung, in meinem Haus organisieren, ist das komplett richtig. Ich lade dich herzlich ein, natürlich zu mir in den Self-Coaching Club zu kommen, um mit mir das gemeinsam zu machen. Wir werden aber auch einige Themen, gerade wenn es um das Haus organisieren geht oder das Home organisieren, wirst du das auch sehen auf unterschiedlichsten Kanälen. Wart ruhig ab, dann kriegst du es mit. Das, was ich hier bei dich, worum ich dich bitten möchte. Such dir einen Bereich, der dir wichtig ist, wo du viel Zeit verbringst. Ne? Vielleicht ist er dir nicht so wichtig, aber du bist oft da, verbringst viel Zeit da. Das ist eigentlich ein Bereich, wo du sagst, hier würde es mir gefallen, wenn ich sag mal, nicht die Barriere hätte, dass Chaos herrscht. Und mit dem Bereich fängst du an. Das ist bei mir meistens der Schreibtisch. Das Negative ist, dass natürlich da auch das Chaos immer sehr, sehr, sehr schnell wiederkommt. Aber das ist der, wo ich sofort merke, wenn ich hier was strukturenmäßig hinbekomme und organisiere, ist das. Am nächsten Morgen freue ich mich darüber, wenn ich wieder ins Büro komme und sehe, ist alles ordentlich. Ja? Wenn du aber weißt, das kann nicht gehen, weil dann die Kinder daran sitzen und das wird schwierig, nimm einen Bereich, von dem du weißt, du siehst ihn oft, er ist gerade nicht organisiert und du weißt, okay, es bleibt eine Zeit lang so. Damit du dich einmal aufrast und sagst, jetzt mache ich einmal eine Grundstruktur neu, organisiere das und ich weiß, es bleibt so. Das kann zum Beispiel sein, der Kleiderschrank, es kann das Auto sein. Ja? Und dann geh folgendes vor. Schmeiß alles raus, was drin ist. Im Auto ist das ein bisschen schwierig, aber schmeiß alles raus, was drin ist. Das ist, glaube ich, Marie Kondo-Style, guck dir alles an und lass nur das drin, was du benötigst. Ja? Dann sortierst du das sichtbar. Da wäre zu viel Geld drauf einzugehen, aber du wirst es in einer Art sortieren, dass du sagen kannst, es ist nach Nutzen sortiert. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Kleiderschrank planst und du willst es wieder einsortieren, plane nicht nach, hier sind Shirts, hier sind Hosen, hier sind so, sondern plane nach Outfits. Plane, hier sind die Hosen, zu den Hosen muss ich kurzarmige Shirts anziehen und Pullover drüber, dann wird es so hingelegt. Oder ne, plane nach der Art sozusagen, wie du es nehmen musst, damit du sagen kannst, okay, es ist ein Griff, nicht alles einzeln, also es sei denn, du hast nur schwarze Sachen und nur schwarze Hosen, nur schwarze Hemden, ist alles gleich, dann kannst du es natürlich nebeneinander hängen. Und ansonsten ist es immer sinnvoll, auch gerade für Kids übrigens, wenn man die Outfits nebeneinander legt.
Na, das ist ja auch normalerweise im Kleiderschrank, wird das ja auch versucht, nur wir halten es nicht mehr durch. Und dann, wenn du so diese Grundstruktur gemacht hast, also auch auf dem Schreibtisch, plane den Schreibtisch so, wie du ihn nutzt. Ja, wo greifst du hin? Bringt nichts, wenn du Wasser unter den Tisch stellst oder in den Schrank nebenbei stellst, nur weil es schön aussieht. Aber eigentlich brauchst du die Sachen griffbereit. Aber beim Schreibtisch ist es noch ein bisschen naheliegender, weil dann weiß man das. Aber auch im Kleiderschrank, in allen anderen Räumen geht das. In der Küche geht das. Und dann überlegst du dir, wenn du jetzt dich in der Interaktion mit diesem Bereich siehst, was sind Dinge, die nicht funktionieren? Und für diese Dinge findest du Lösungen. Das sind zum Beispiel Kleinigkeiten, wie wenn ich mit den Kindern abends die Gesichter abwasche. Was mache ich mit den Waschlappen? Die fliegen immer irgendwo rum. Also kann ich mir eine Möglichkeit überlegen, dass ich diese Waschlappen organisiere. Entweder nehme ich so einen Abtropfgestell oder ich nehme einfach nur einen Haken, wo so ein kleines Dings unten drunter ist, dass das Wasser da abläuft. Aber das heißt, du versuchst, Lösungen zu finden, damit dieser Bereich nicht wieder so aussieht, wie er jetzt aussieht. Du kannst es auch, wenn du es dir zutraust, im Vorhinein machen. Das heißt, du guckst dir den unordentlichen Schreibtisch an und überlegst dir, was ist das repräsentativ für die Art, wie mein Schreibtisch normalerweise aussieht? Ja, okay. Was liegt hier rum? Warum liegt das hier rum? Brauche ich das regelmäßig? Ja, okay. Anstatt dass ich also alles wegräume und dann ist es einmal weg und in ein paar Wochen muss ich es ja wieder draufpacken, weil ich es ja nutze, weil ich zum Beispiel, ob ich eine Lösung dafür finden kann, dass es zwar da sein darf, aber dass es ordentlicher aussieht. Zum Beispiel steht mein Schreibtisch unten zwei Kisten und in den Kisten sind die ganzen Kindersachen drin, weil die hier immer bei mir spielen, das sind immer irgendwas liegen. Dann schaue ich es immer hinterher schleppe, auch wenn ich ein Schulzimmer nebenan habe im Büro. Da habe ich zwei Kisten für sie und schmeiße alle Sachen rein, dann müssen sie es abends selbst wieder sortieren. Ich habe auf dem Schreibtisch einen Aufsatz drauf, wo jetzt Sachen drin sind, wo ich die Sachen, die ich nicht immer sehen möchte, aber die ich immer brauche, reintun kann. Also Kistensystem ist bei mir sowieso ganz, ganz groß. Ich habe einen Schnellhefter, so einen Ordnerständer, wo die ganzen iPads drin sind. Weil die, wenn man sie hinlegt, um sie aufzuladen, einfach sehr, sehr viel Platz brauchen. Und dann habe ich eine Kiste, wo mein ganzes Make-up drin ist und meine Cremes und alles, was ich brauche. Und das wird einmal alles zusammengeschmissen und wird wieder in eine andere Kiste gestellt. Aber alles griffbereit, weil ich ja weiß, ansonsten bleibt es liegen. Und das dauert zwar eine Zeit, aber in dem Bereich gerade, wo du viel bist, weißt du relativ schnell, was dir da immer fehlt. Was immer, wo du sagst, das stört mich. Und glaub mir, es gibt die genialsten Dinge für solche Lösungswege, die du wahrscheinlich überhaupt gar nicht am Schirm haben wirst. Allein schon beim Schreibtisch einfach ein Regalbrett oben drüber zu machen, um wichtige Sachen, die du sehen musst und die du griffbereit haben musst, dahin zu nehmen. Oder unter den Schreibtisch kann man zusätzlich Schubladen kleben, wo du Sachen reintun kannst, die du verstauen musst, aber ne, wo du vielleicht auch mal schnell dran musst, aber die man nicht unbedingt sehen möchte. Und da werden wir sehr viel über den nächsten Monat zu machen, das wirst du hier auch wirklich sehen. Aber dennoch, versuche also das zu analysieren, warum du in diesem Bereich nicht Ordnung halten kannst und dann finde eine Lösung dafür. Zum Beispiel in den Kinderzimmern ist eine Kleinigkeit, der Ablauf, das ist ja auch was so ein bisschen diese Planung gehört, ne? Der Tagesablauf schwierig, dass die vergisst dann, dass sie den Luftreiniger, also jetzt so ein Luftbefeuchter, dass da Wasser rein muss etc. Und da kann ich natürlich immer dran denken oder ich beziehe sie mit ein. Das heißt, die Kinder haben solche kleinen Listen, da kannst du solche Haken dran machen, die schiebst du immer zur Seite und dann wissen wir, okay, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Und so weiß sie sozusagen jeden Abend, okay, das muss ich alles gemacht haben, das muss alles so sein, das passiert alles. Und erinnert mich dann auch, wenn natürlich was nicht so ist. Ne? Also Seife ist nicht aufgeladen, das sind solche Kleinigkeiten, da guckt sie halt jeden Abend drauf und achtet drauf, damit es für den nächsten Tag funktioniert. Habe ich meine Klamotten rausgelegt, solche Themen. Und wir machen, vor allem Self-Coaching Club machen wir sehr viel detailliert zu jedem einzelnen Bereich. Aber du wirst es höchstwahrscheinlich jetzt schon wissen, welche Dinge bei dir nicht stimmen. Und dann gönn dir ruhig auch, oder welche Sachen auf deinem Organisationslevel nicht stimmen, dann gönn dir ruhig auch mal die, weiß ich nicht, 5 Euro für eine Box, eine schöne, die du auf den Schreibtisch stellen kannst. Irgendwas, was du sagen kannst, ist wirklich jetzt ein Projekt. Und dann ist es auch wirklich etwas, was dir gut tut. Du triffst Entscheidungen, triffst du auch positive Entscheidungen, hast ein positives Ergebnis und sorgst dafür, dass du danach 30 Tage dieses positive Ergebnis auch beibehalten kannst und dass sich das auch lohnt. Okay? Im nächsten Video werden wir ein bisschen darüber reden, wie das geht für deinen Tag. Fertig? Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. 2 Sachen. Erstens, sieh Organisation nicht in etwas an, was du auf einmal machen kannst. Organisation ist so, dass du sagst, ich fange jetzt an, vielleicht habe ich gleich eine Idee, dann mache ich das fertig. Ansonsten suche ich sozusagen Sachen, die nicht funktionieren und dann sehe ich das als Projekt. Ich will den Bereich ordentlich haben, Projekt. Weil irgendwann habe ich dann Zeit, mache mir Gedanken drüber. Das können Sachen sein wie Garten. Diese ganzen Geschichten, die man nicht so leicht organisiert kriegt. Aber auch manchmal dein Kopf, aber das machen wir im nächsten Video. Zweiter Part ist auch noch, versuch nicht zwanghaft die Organisation drauf zu stülpen. Sondern überleg dir, okay, was wollen die Sachen? Wenn du Kinder hast, weißt du das. Ich habe Jahre versucht zu sagen, die Kindersachen müssen irgendwo anders hin, weil da hier muss Ordnung sein. Und dann habe ich immer versucht, für diese Kindersachen die richtigen Plätze zu finden und ihnen zu vermitteln, dass sie da hingehören. Das hat nie funktioniert. Also schau dir erst an, wie etwas ist und dann finde auf der Basis die Lösung dafür, dass es dann ordentlich und organisiert ist und nicht da rausnehmen, wo es gerade ist, weil dann wird es nicht funktionieren.